Bereits zum 39. Mal heißt es Ampeln auf Grün für die Saison des ATS Formel 3 Cup. Der feine Unterschied zu den Boliden des Formel Masters, simpel, das Arbeitsgerät ist ca. 80 PS stärker und hat deutlich mehr Abtrieb. In der Nachwuchsserie sind allerdings bisher nur 10 Fahrer aus 7 Nationen eingeschrieben, das soll sich aber schnell ändern. Wir sprechen viel mit der englischen Formel 3, um da vielleicht die ein oder andere Kooperation einzugehen, aber auch international haben wir wieder eine sehr, sehr starke Nachfrage und jetzt hoffen wir, dass wir unser Grid sukzessive erhöhen können. Und ich denke, für die Lausitz, spätestens für Red Bull Ring, sollte sich da schon was getan haben. Der bereits angesprochene Markus Pommer schnappt sich also die erste Pole Position 2014. Sein gefährlichster Konkurrent neben ihm auf Platz 2 kommt aus Kuala Lumpur, Nabil Jeffrey. Doch der 20-Jährige unten in Weiß-Blau setzt sich selbst schon beim Start schachmatt. Frühstart, Durchfahrtsstrafe und damit keine Chance mehr auf den Sieg. Ich war sehr, sehr nervös. Ich bin das erste Mal in meinem Leben vom Platz 2 gestartet. Alles war neu für mich, deswegen war ich wohl so nervös. Aber ich werde daraus lernen. Pommer lässt vorne nichts mehr anbrennen und schnappt sich die ersten 25 Punkte im ersten Rennen. Platz 2 geht an Indy Donche vor Sam McLeod. Rennen 2 und ein neuer Versuch für den Pechvogel aus Lauf 1. Und dieses Mal hat Jeffrey das Gaspedal besser unter Kontrolle. Der Malaye, von Platz 3 gestartet, holt sich unter Protest gegen den zu früh gestarteten Russen Sergei Trofimov rechts erst Platz 2. Und nur kurze Zeit später auch die Führung von Maximilian Hackl im roten Dallara. Bitter, Polsetter Hackl in Rot wird anschließend auch noch von Indy Donche kassiert und verliert auch Platz 2. Für Hackl kommt es dann noch dicker. Als Markus Pommer im schwarzen Lotus nach rundenlangem Kampf an ihm vorbeigeht, sieht Sam McLeod seine Chance und düpiert gleich beide Fahrer auf der Innenseite. Seine Belohnung Platz 3. Ja, Pommer hat versucht, nach dem Zweikampf auf der Innenseite zu bleiben. Aber er und Hackl sind dann weit nach außen getragen worden. Das war meine Chance, innen vorbeizuziehen. Ein sehr cooles Manöver von mir. Der Sieger des Rennens aber heißt Nabil Jeffrey. Für ihn ein ganz besonderes Erlebnis. Einfach Wahnsinn. Mein erster Sieg in der Formel 3. Mein erster Sieg für Motopark. Es ist wirklich unglaublich. Unter den Augen des aktuellen ATS-Champions Marvin Kirchhöfer geht es in Lauf 3. Auf einen alleinigen Meisterschaftsfavoriten will er sich nicht festlegen. Ich denke mal, das wird ein spannender Dreikampf werden. Also momentan sich als Favorit alle aus dem Timoto-Park. Einmal den Indy Donche, den Nabil Jeffrey und den Markus Pommer. Ich denke mal, dass es unter den dreien ausgehen wird. Und ich hoffe, dass es da einige spannende Zweikämpfe geben wird. Einen davon lieferte Favorit Markus Pommer im schwarzen Lotus kurz nach dem Start. In der Hotelkurve schnappt er sich Polsetter Nabil Jeffrey vorne rechts und übernimmt die Führung. Verfolger Nabil im weiß-blauen Dallara fährt zwar in allen drei Läufen die schnellste Rennrunde, seine Attacken auf Pommer bleiben aber ohne Erfolg. Der 23-Jährige rettet seinen hauchdünnen Vorsprung ins Ziel und gewinnt zum zweiten Mal an diesem Wochenende. Besser kann ein Start in eine neue Saison kaum laufen. Ja, super, das war fast ein perfektes Rennwochenende. Dieses Wochenende war der Nabil ein Tick schneller, aber ich war ja dieses Jahr schon 2 Rennen gefahren, habe auch extrem viel Erfahrung in Formel 3 und konnte dann einfach daraus die 2 Siege verwandeln. Mit seinen 2 Erfolgen übernimmt Pommer direkt die Führung in der Gesamtwertung. Die nächsten Punkte im ATS Formel 3 Cup werden in 4 Wochen am Lausitzring vergeben.